es ist eine schwierige Situation, aber ich arbeite jetzt dran und es macht je länger sie mehr Spass auch wieder und ich glaube, die Freude kommt je länger sie mehr wieder zurück. Auch. Schwierig mit dem Ganzen umzugehen, weil einfach auch in der ganzen Vorbereitung jetzt im Konditraining ist es schwierig zu sagen, ist jetzt da wirklich in dieser Problematik etwas vorwärts gegangen bei mir und darum bin ich schon nervös gewesen, aber dann schlussendlich ja, mache ich das auch schon ein Zeitchen und von dem her ist es dann gegangen. Es sind geniale Bedingungen hier in Zermatt und ja, eigentlich so wie man sich das wünscht, die Piste ist tipptopp, schönes Wetter. Und jetzt auch für mich in meiner Situation ideal, um wirklich wieder so an der Basis zu arbeiten und lernen Skifahren wieder. Die zwei Tage waren sehr positiv, aber ich sage mal, es ist auch letztes Jahr schon relativ gut gegangen am Anfang, jetzt eben bei diesen Basissachen. Es wird sich dann zeigen, wenn es dann eben ein bisschen schneller oder ein bisschen gröber zur Sache geht und man wirklich muss schnell reagieren oder beziehungsweise der Körper muss schnell reagieren und man keine Zeit mehr zum Denken, dann wird sich zeigen, ob wirklich etwas vorwärts gegangen ist. Aber momentan bin ich eigentlich sehr optimistisch und zuversichtlich und ja, jetzt einfach weiter arbeiten und dranbleiben.